Jo, Freunde, lange ist es her, dass ihr mal wieder von mir ein Video sehen konntet. Ich habe heute ein besonderes Video, ein persönliches Video von mir mitgebracht. Und zwar handelt es sich heute um diese Karte. Und ja, ihr seht richtig, ich konnte endlich diese Karte original aus den Niederlanden besorgen. Ich habe sie aber mit etwas Glück bekommen. Und wie habe ich das gemacht? Dazu komme ich gleich. Aber an diejenigen, die gar nicht wissen, warum diese Karte für mich so persönlich so besonders ist und warum diese Karte auch derzeit so beliebt ist, dazu komme ich jetzt. Ich erkläre euch mal, was es mit dieser Karte auf sich hat. Für alle, die davon nichts mitbekommen haben oder gar keinen Plan haben, was das überhaupt für eine Karte ist. Das ist eine sogenannte Kooperation mit dem Van Gogh Museum aus den Niederlanden gewesen. Und wie man unschwer erkennen kann, ist diese Karte an der Kunst von Van Gogh selber angelehnt und deshalb sieht die Karte auch so aus, wie sie aussieht. Da gibt es sehr viele Bilder zu und Porträts, die in dieser Richtung gemalt worden sind. Und da hat sich Pokémon halt zu einer Kooperation mit dem Museum entschieden, weil es ein 50-jähriges Jubiläum gab zu dem Museum und es sollte eigentlich eine coole Aktion sein. Das Ganze ist leider nach hinten losgegangen. Es gab Scalper aus aller Welt, die, sagen wir mal, gelinde ausgedrückt das Museum gestürmt haben. Somit wurde diese ganze Aktion leider gecancelt. Nach knapp 4 Wochen ging eine E-Mail herum, dass diese Karten aus Sicherheitsgründen nicht mehr herausgegeben werden sollten. Dann gab es die Möglichkeit, beim Pokémon Center aus Amerika, Kanada und England diese Karte zu bestellen. Da gab es diese Aktion dann auch. Diese ist dann auch leider sehr schnell nach hinten losgegangen. Die Karte wurde weggescalpt, die Server waren down und somit konnte nicht jeder von uns an diese Karte rankommen. Es war auf jeden Fall ein langer und mühsamer Weg und manche haben auch die Hoffnung aufgegeben. Es war auf jeden Fall ein Desaster aus meiner persönlichen Sicht halt auch. D&D dahinter war auf jeden Fall eine 10 von 10. Aber nur um an diese Karte ranzukommen, musste man auf jeden Fall echt viele Hürden auf sich nehmen und dann hatte man nicht mal Glück, beziehungsweise hat ein bisschen Glück gebraucht, um diese Karte ranzukommen. Langer Rede, kurzer Sinn. Dann hat sich, muss man ehrlich sagen, die Pokémon Company gesagt, okay, wie machen wir das? Okay, wie können die Leute noch an diese Promokarte rankommen? Wir werden diese Karten dann an Kartenshops in Holland verteilen. Das ist dann auch nach hinten losgegangen, weil diverse Kartenshops diese Karten dann auf Cardmarket verkaufen wollten. Zu sehr, sehr krassen Preisen. Und auch auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Mengen ist es durchgesickert, dass mindestens die Kartenshops 100 bis 150 Karten pro Geschäft erhalten sollten. Als sie dann das herausgefunden worden ist, was die Kartenshops mit den Karten eigentlich vorhatten und diese nicht fair herausgeben wollten, dann die Kundschaft, hat Pokémon gesagt, okay, wir kürzen das und geben euch nur noch eine Handvoll dieser Karten und wir verteilen diese Promokarte an große Ketten wie Mediamarkt oder Smith Toys in den Niederlanden, was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass ich auch Gott sei Dank an diese Karte rankommen konnte, meine Freunde, denn ihr musstet lediglich für 30 Euro euch da ein Pokémon-Produkt aussuchen und habt diese Karte kostenlos, gratis bzw. als Zugabe dazu bekommen. Ich hatte leider nicht das Glück, dass ich dort vor Ort hinfahren konnte, beziehungsweise ich konnte das nicht selber miterleben. Aber glücklicherweise wurden diese Karten sehr großzügig rausgegeben, beziehungsweise waren in großer Stückzahl verfügbar und das über 3 Wellen, beziehungsweise soll die dritte Welle noch folgen. Welle 1 und 2 sind durch und auch somit restlos ausverkauft. Aber ich komme jetzt gleich zu der Geschichte, wie ich an diese Karte dann letztendlich rangekommen bin. Wie ihr wisst, ich bin YouTuber, ich habe ihr seid Teil meiner Community, ich tausche mich mit Leuten regelmäßig aus und ich habe mich mit einer gewissen Person in einer Pokémon-Community-Gruppe, sage ich mal, auch ausgetauscht. Und man hat sich gut verstanden über Jahre, hat man miteinander ab und zu geschrieben und glücklicherweise habe ich dann mitbekommen, dass diese Person dort in der Nähe lebt, also nahe an der Grenze zu Holland und hat mir angeboten, für den Preis von 30 Euro diese Karte zu kaufen, weil die besagte Person dort in der Nähe wohnt und dort regelmäßig einkaufen geht und selber sammelt. Und so kam eins zum anderen. Ich bin dieser Person sehr, sehr dankbar. Sie hat es möglich gemacht und hat für mich für 30 Euro diese Promokarte dort im Laden kaufen dürfen, weil die Pokémon-Artikel waren dort restlos ausverkauft im Mediamarkt.
Und somit konnte man dann an der Kasse sich diese Promokarte für 30 Euro das Stück kaufen. Und es war auch nur auf eine pro Person beschränkt. Aber wie diese Person mitbekommen hat, konnte man mehrmals am Tag dann wohl die Karte einkaufen gehen. Und teilweise haben wohl andere Kartenshops versucht, die Kassierer zu bestechen, um den gesamten Bestand aufzukaufen. Manche Mitarbeiter haben das sogar wohl erlaubt oder geduldet, weil sie halt dafür mehr Geld bekommen haben. Lass es jetzt nur hören sagen, was ich von Leuten aus der Community so mitgekriegt habe. Also da wird sogar tatsächlich auch versucht wegzuscalpen. Aber bevor wir jetzt auf meine Karte hier eingehen quasi, wollte ich euch mal den Preis hier zeigen, weil es hat natürlich sich auch auf den Preis ausgewirkt, und zwar aufs Positive. Es ist mehr als genug verfügbar, und wir sehen gerade hier auf CardMarket die Preise fallen. Sie scheinen auch immer weiter zu fallen. Das finde ich sehr, sehr nice. Und ja, auf jeden Fall würde ich an eurer Stelle noch abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Preis auf jeden Fall unter 50 und 40 Euro droppen wird. Das ist aber auf jeden Fall für euch und für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um an diese Karte ranzukommen. Ich hatte halt einfach nur Glück, dass ich so connected war und jemand diese Karte für mich besorgt hat, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung aufgegeben und letztendlich habe ich sie dann doch bekommen. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, weil ich seit dem Event mich auf diese Karte eigentlich sehr gefreut hatte. Ihr kennt jetzt alle Einzelheiten. Mich würde auf jeden Fall interessieren, seid ihr auch an diese Karte rangekommen? Wenn ja, wie? Und wie ist eure ganze Meinung zu dieser Aktion gewesen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich wollte euch einfach mal einen persönlichen Einblick von mir geben, dass es letztendlich dann doch geklappt hat, dass ich sagen kann, es gab letztendlich nach fast 5 Monaten ein Happy End. Ich bin sehr froh darüber, dass ich diese Karte hier besitzen darf. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ob ich sie graden lassen soll oder sealed lassen soll. Das ist auf jeden Fall die nächste Frage, die ich mir stellen werde. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich sie in meiner Sammlung haben darf. Und wünsche euch einen schönen Tag und würde mich natürlich über ein Abo und Like sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.